Willkommen bei den Finanznews. Heute mit einem Beitrag zum bevorstehenden Börsencrash. Dieser kann auch von Vorteil sein. Ein Börsencrash, der sich über Monate oder Jahre hinzieht, ist ungefähr so willkommen wie ein Gang zur Guillotine im Frankreich des Mittelalters. Aber ein Börsencrash hat auch seine Vorzüge. Zunächst einmal muss festgehalten werden, dass langwierige Börsencrashs der Trend unserer Zeit geworden sind. Ursache dafür sind wilde, schuldenfinanzierte Spekulationen, gepaart mit den üblichen langfristigen Investitionen in produktive Vermögenswerte. In unserer heutigen Zeit, in der die Zocker es schaffen, dass sich ihre 4.000 Dollar in wenigen Monaten durch wilde Spekulationen in 400.000 Dollar verwandeln, gibt es allerdings nicht wirklich viele Gründe, langfristig in produktive Vermögenswerte zu investieren. Eine Rendite von 10% an einem einzigen Tag ist da kaum noch akzeptabel. Die Vorstellung, dass man sein Geld in Aktien investiert, die, wenn alles gut geht, einen Gesamtgewinn von 10% pro Jahr abwerfen, das ist doch wohl ein Witz, oder? 10% im Jahr. Anreize, die Spekulationen nicht mehr belohnt, aber stattdessen langfristige Investitionen fördert, wäre hier für jede Nation von Vorteil. Ein Markt, der nach unten driftet, jeden Käufer verarmen lässt und der jedem Spekulanten, ob groß oder klein, das Kapital entzieht, wäre äußerst vorteilhaft. Ein solcher Markt senkt die Erwartungen und würde alte Wertmaßstäbe wiederherstellen. Nationen, die einen Teil ihrer Einnahmen in Unternehmen investieren, die die Produktivität steigern, schaffen nachhaltigen Wohlstand auf breiter Basis. Nationen, die sich von Spekulationsblasen abhängig machen, um illusorische Gewinne aus Phantomkapital zu erzielen, haben hohes Fieber und brechen zusammen, sobald die Blasen platzen. Und das ist bei allen spekulativen schuldenfinanzierten Blasen irgendwann der Fall. Ein Börsencrash, der sich über Monate oder Jahre hinwegzieht, würde eine solche Nation von Spekulanten auch dazu zwingen, sich einmal die zerbrochenen Sprossen auf der Leiter der Aufwärtsmobilität genauer anzusehen. So wie es jetzt aussieht, ist die Aufstiegsmobilität in den USA nicht mehr für alle zugänglich, sondern nur noch für die Kinder der wohlhabenden Aristokratie. Unsere Karriereleiter gleicht einem darwinistischen Todesmarsch, bei dem ein Heer von Hoffnungsträgern die notwendige Grundqualifikation erwirbt und dann einen zermürbenden Todesmarsch antritt. Ziel sind eine Handvoll Stellen mit unbefristeten Arbeitsverträgen. Jahr für Jahr arbeiten Tausende von zahlungsunfähigen Doktoranden und naive Absolventen von juristischen Fakultäten bis zur Erschöpfung, bis sie irgendwann als überqualifiziertes Abfallprodukt entsorgt werden. Die Sprosse auf der Leiter, auf der die meisten von ihnen hängen bleiben, ist die vom Schuldenfresser zum Steueresel. Und das wiederum lässt viele von denen der verlockenden Aussicht erliegen, in erstaunlich kurzer Zeit durch Börsenspekulationen mit gehebelten Instrumenten wie Optionen und Terminkontrakten unglaublich reich zu werden. Auf der einen Seite stehen 40 Jahre für die Regierung Schuften. Damit zahlt man dann die monatlichen Raten für Studiendarlehen, für einen Autokredit oder ein Haus ab. Auf der anderen Seite könnte man vielleicht aus 4.000 Dollar 400.000 Dollar machen und seinen Job an den Nagel hängen. In unserer heutigen kleptokratischen Wirtschaft, die sich als Demokratie tarnt, sind riskante Spekulationen mit Blasen erstens ein Ablassventil gegen soziale Unruhen und zweitens ein Ablenkungsmanöver. Es soll die Menschen vom Erkennen der Sackgasse abhalten, in der sie sich befinden. Unser wirtschaftspolitisches System fördert die Ungleichheit von Reichtum. Macht wird jedes Mal sprunghaft stärker, wenn die Notenbank ihr ablenkendes Geschwätz von sich gibt, und das ist fast jeden Tag der Fall. Nur wenige glauben zurzeit, dass ein Börsencrash möglich ist. Und selbst wenn es einen Absturz gibt, würde er sofort wieder zu neuen Höchstständen führen, sobald die Fed ihren unreifen Kommentar dazu abgibt. Ein Absturz, der nicht V-förmig verläuft, sondern L-förmig, wird von vielen als so unwahrscheinlich angesehen wie eine Landung von Marsmenschen. Das ist natürlich der Grund, warum der Börsencrash so wahrscheinlich ist. Wenn bereits alle mitmachen, kann der Pool der Narren nicht mehr größer werden, um eine weitere Rallye zu unterstützen.
Mit diversen Tricks und Kniffen lässt sich diese Blase noch einige Wochen oder Monate aufblähen. Doch irgendwann siegt die Schwerkraft und die Aktien beginnen zu fallen. Ein weiterer Grund, warum Blasen unweigerlich platzen und Aktien danach jahrelang fallen, ist die Tatsache, dass in einer Kleptokratie extreme Ungleichheit und Spekulationswut das gesamte System instabil machen. Es fehlt mittlerweile die grundlegende Stabilität in unserer Wirtschaft, die für nachhaltiges Wachstum so dringend erforderlich ist. Ein von Dürre heimgesuchter Wald ist in diesem Fall eine treffende Analogie. Wenn es keinen vom Menschen verursachten Funken gibt, werden zufällige Blitzeinschläge den Waldbrand auslösen. Die Zerstörung der spekulativen Blasen wird die Wirtschaft dann von all dem toten Holz befreien und ein neues gesundes Wachstum mit konstruktiven, langfristigen Investitionen zur Steigerung der Produktivität ermöglichen. Das ist es, was die Wirtschaft dringend braucht. Je eher die Spekulationsblase platzt, desto eher kann sich ein konstruktives Wirtschaftsklima durchsetzen. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten. Und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer eins. Sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt, extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen, wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.